Hallo zusammen, hier ist wieder Tilla und hab mich wieder für euch in The Wolf Inn unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Video präsentieren. Heute geht's um, ja, nur eine kleine Info. Und zwar jetzt mit Patch 11.05 gab es ja einige neuen Inhalte. Und zusätzlich gibt's aber auch ein paar alte Sachen, die wir jetzt wesentlich einfacher bekommen können. Und zwar befinden wir uns einmal in Baldracken beim PvP-Händler auf den Koordinaten 44, 37. Und dort sind die lang ersehnten Tokens, um uns dementsprechend die Set-Teile aus Dragonfly zu kaufen. Und ja, da haben wir verschiedene Sachen. Wir haben einmal den Rüstmeister, der vorher uns die anführungszeichen blauen PvP-Items verkauft hat für Ehre. Und der hat jegliches Set, das ihr euch quasi kaufen könnt für 12 Marken. Aus Season 1, 2 und 3. Season 4 ist nicht dabei, denn Season 3 und Season 4 waren ja quasi dieselben Sets vom Aussehen her, gibt nur andere IDs und so wie ich das sehe, müsst es dann aber, wenn ihr die Tokens kauft, sowohl die IDs aus der Season 3 als auch Season 4 geben. Aktuell sehe ich es leider selber noch nicht ganz, weil All the Things hat die noch nicht eingetragen, aber ich vermute, das müsste eigentlich klappen. Genau, also da haben wir die. Dann haben wir die Waffentokens. Hier ist es so, die kosten 80 Marken. Ihr kriegt aber alle Waffen, also nicht nur die, die eure Klasse tragen kann, sondern ihr bekommt wirklich jegliche Waffe, auch alle Zauberstäbe, Schilde, Gleven und so weiter. Und ja, das sind die ganzen blauen PvP-Sachen. Dann gibt es nebendran einen Händler, der verkauft uns die epischen PvP-Sachen. Und zwar ist es auch wieder so, dass wir die Waffentokens haben. Die müsst ihr quasi einmal kaufen, egal mit welcher Klasse, und habt alle Waffen. Auch wieder Season 1, 2 und 3. Wie gesagt, Season 4 ist ja quasi in Season 3 enthalten. Und dann gibt es hier die Rüstungssets, auch wieder für 12 Marken. Das Blöde ist hier tatsächlich, dass ihr nur die von eurer Klasse kaufen könnt. Heißt, ich als Druid kann jetzt nur die vom Druid kaufen, dann muss ich lostigern, umloggen auf eine andere Klasse und dann mit dem Priester kaufen, dann mit dem Hexenmeister. Ich habe das jetzt gerade durch mit den ganzen Klassen, ist ein ziemliches Hackmeck, weiß jetzt nicht, warum sie es bei dem einen Händler hinkriegen, bei dem anderen Händler nicht, aber so ist es halt. Genau, also wenn ihr die von allen Klassen haben wollt, müsst ihr halt alle Klassen einmal durchloggen. Die Marken sind ja eh schon lang Battle.net-Account gebunden oder jetzt Kriegsmeuten gebunden. Also ihr könnt euch die einfach hin und her schicken oder auf die Kriegsmeutenbank legen. Genau, soweit zum blauen bzw. zum epischen PvP-Gear. Es gibt dieses Mal noch eine kleine Änderung und zwar gibt es bei dem Händler, der uns am, in Dragonflight die Elite-Sachen, die Wappenröcke verkauft hat, jetzt noch ein bisschen mehr. Die Wappenröcke könnt ihr immer noch kaufen, wenn ihr in der jeweiligen Season quasi den Elite-Rang erreicht habt, also 2-4 müsste das sein, könnt ihr euch auch nachträglich die Wappenröcke kaufen. Das geht aber nur mit dem Char, mit dem ihr es gemacht habt. Also ich musste jetzt gerade auch viele Chars durchloggen und nochmal gucken, mit wem ich was gemacht hatte. Und zusätzlich gibt es auch Waffen. Da braucht ihr auch ein Rating von 2-4 oder musstet es in der jeweiligen Season haben. Dann könnt ihr euch die kompletten Waffen holen. Und dann gibt es auch hier wieder die Ausrüstung. Und da braucht ihr aber nur ein Rating von 1800. Also in der jeweiligen Season musstet ihr es mit dem schon haben, dann könnt ihr es euch kaufen. Ja, wenn ihr wie ich viele Chars habt mit unterschiedlichen Chars was gemacht habt, dann ist es ein bisschen kompliziert durchzuloggen. Auch hier könnt ihr euch dann quasi nur, zum Beispiel ich hatte mit einem Schamane XY 1.8, dann kann ich mit Schamane XY in der Season, wo ich das hatte, quasi das jeweilige Set kaufen. Wenn ich in der zweiten Season 1.8 hatte, dann muss ich mit dem Schamanen einloggen und mit dem quasi das Set kaufen. Ich kann es nicht mit einem anderen Schamanen kaufen, ich kann es auch nicht mit einer anderen Klasse kaufen. Also es muss der Char sein. Genau. Und ja, was jetzt vielleicht mich noch betrifft, vielleicht euch auch, ich hatte in der dritten und vierten Season mit allen möglichen Klassen mir die Sets geholt, war ziemlich für den Sack rückwirkend betrachtet, denn es gibt jetzt diese Tokens und das Aussehen war dasselbe, ich habe mir das nur für die IDs geholt und wenn du das Token lernst von der dritten Season, bekommst du ja beide, also 3 und Season 4 und im Endeffekt hätte man sich eine Season komplett sparen können, hätte man das vorher gewusst, aber naja, wusste man nicht und dementsprechend für die Leute, die jetzt nur in einer von beiden Season die 1.8 mit einer Klasse geholt haben, die müssten jetzt auch beide Sets holen. Alles ohne Gewehr, ne? Ohne All the Things ist immer ein bisschen schwer einzuordnen, welches Item zu welcher Season gehört. Ich habe mir jetzt die ganzen Sachen alle geholt gehabt. Ich hatte die ganzen blauen Sachen komplett, die epischen
Hatte ich nur zum Teil. Ich habe mir extra immer einzelne Slots aufgehoben, dass ich auch ja alle Sets kaufen kann. Ne, wenn man die ja komplett fertig hat, also die aussehen, dann kann man sie immer nicht kaufen. Da gibt es ja diesen altbekannten Bug in der Collector-Community, ist der, denke ich mal, weit geläufig. Und ja, deswegen, ich hatte schon sehr viel von dem PvP-Gear. Ich hatte ja auch im Endeffekt die Elite-Sets voll, konnte aber trotzdem jetzt mit den ganzen Chars die weiteren IDs holen. Heißt, so wie es aussieht, funktioniert das aktuell, zumindest bei den Elite-Sets kann ich sicher sagen, so, dass ihr, selbst wenn ihr das Set voll hattet, das komplette, die kompletten IDs bekommen habt. Also ich konnte die kaufen und auch einsetzen. Wenn ihr euch jetzt fragt, was das für ein Aussehen ist, kann ich euch das auch nochmal kurz zeigen. Gehen wir einmal rein und dann können wir, glaube ich, hier umstellen. PvP. Und ja, das sind halt einfach hier quasi die ganz normalen PvP-Sets, ne? Gladiator Elite. Und das halt auch in der zweiten und in der dritten Season. Und da könnt ihr euch halt bei den kompletten Klassen das einmal anschauen, ob sich das für euch rentiert. Ja gut, so viel dazu. Dann würde ich sagen, sind wir durch mit dem kleinen Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tilar, bis dahin, ciao.